Hallo und herzlich willkommen zu Basmati Reviews. Ich bin der Chris und wir zocken heute Crimes and Punishments Sherlock Holmes. Ja, wie ihr schon an meiner Stimme erkennen könnt, hören könnt, bin ich etwas erkältet, aber ich wollte es mir einfach nicht nehmen, heute das Let's Play anzufangen. Würde ich sagen, gucken wir uns noch schnell die Videoeinstellungen an. Habe ich eigentlich alles auf hoch gedreht. Den Gamma-Wert ein bisschen höher, damit man auch die dunklen Stellen besser sieht. Den Sound habe ich angepasst. Mausempfindlichkeit habe ich mal so gelassen, weil ich noch keine Spielerfahrung habe. Dann gucken wir uns mal kurz an, wie gespielt wird. Also F1 ist Hilfe. Caps Lock rennen, ganz normal. WASD ist bewegen. F ist Visualisierung starten, okay. Talent aktivieren, also hat man eine Talentfähigkeit. Tab ist das Notizbuch, okay. Kann man sich auch merken. Perspektive wechseln, R. Q, Charakter wechseln. Okay. Dann würde ich sagen, ich bin gespannt und wir starten nochmal ins Spiel. Okay, was ist das für eine Sprache? Okay. Schon mal ein sehr schönes Intro. Finde ich auf jeden Fall sehr schön und ich bin jetzt mal gespannt, wie so die Spielmechanik ist und auch die Grafik. Hier, der Ladescreen ist ja so ein bisschen comic-mäßig gehalten. Ich habe mir, wie gesagt, das Spiel vorher überhaupt nicht angeguckt. Ich habe lediglich den Trailer vorher gesehen. Da hat man aber leider nicht so viel Gameplay-Sachen mitbekommen. Hier unten kommen schon so Hinweise und fortfahren, würde ich doch mal sagen. Sehr schöne Grafik, finde ich bis jetzt. Der Style gefällt mir, aber ich bin jetzt auch leise. Oh. Hier von Deckung zu Deckung pushen. Ja, da drunter vielleicht mal. Will ja nicht getroffen werden. Wow. Schnell zu ihm, damit er uns nicht treffen kann. Fängt ja schon mal gut an. Auf uns wird geschossen. Stop, Holmes. Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet please. I'm trying to concentrate. Okay, das sind halt schon die Wörter, die er mit den Geräuschen verbindet. Ah, Lestrade. What is it this time? They can see me? Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. Gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brainwork would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Ein Robbenjäger, okay. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years,
and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The Merry Men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Okay. Ja, Sherlock Holmes kennt man auf jeden Fall, einer der berühmtesten Scotland Yard-Ermittler. Und mir gefällt die Grafik schon mal sehr gut. Sieht wunderschön aus. Feuer, Animationen sind super. Hier unsere Vermieterin, die hier am Putzen ist. Jetzt drücken wir mal Tab, für die Notizen zu öffnen. Aufgaben. Der schwarze Peter ist wohl unsere erste Mission, der tot aufgefunden wurde. Untersuchen Sie den Mord von Peter Carey. Sehen Sie sich den Tatort an. Kleiderschrank. Gut. Was kann ich denn hier noch alles machen? Ah, okay. Hier habe ich so eine Karte von London. Baker Street, unser aktueller Standort. Und der Tatort, Woodman's Lee. Beweise. Profil des Opfers, okay. Okay, das hat er uns ja gerade alles erzählt. 50 Jahre alt. Dokumente, aber noch gar keine. Dialoge. Okay, die können wir uns nochmal durchlesen. Hier über die Stelle. Okay. Souvenirs, habe ich auch noch keine. Echos, habe ich auch noch keine. Charakterporträts auch noch nicht. Okay, gut. Okay, jetzt kann ich mit ihr reden. Oh, what a mess! What a terrible mess! Ja, Sherlock Holmes war nicht dafür bekannt, dass er gerade der ordentlichste war. You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Ja, da habe ich wohl die richtigen Angestellten hier. Was ist das hier? Zeitung, Briefe, Forschungsberichte. Oh, Watsons Zimmer. Jo, der ist wesentlich ordentlicher als ich. Man konnte ja eben hier die Sicht verändern. Aber noch geht das anscheinend nicht. Okay, das hier scheint mein Zimmer zu sein. Und ich müsste mir was anderes anziehen. Oh, da habe ich sogar falsche Kleidung. Schnauzer und sowas. Das ist ja schick. Auf jeden Fall cool. Ah, ich bin gerade festgehangen. Gut, dann suche ich mir was Schickes aus. Freizeitanzug. Dunkler Anzug. Brauner Anzug. Sehen alle sehr ähnlich aus, finde ich. Aber wahrscheinlich war das damals so. Ein heller Anzug. Bandit. Ich hole den hellen Anzug. Kann man sich irgendwie so drehen oder sowas? Nee. Egal. Gut. Gehe ich mal an den Schminktisch. Mal gucken, was ich da machen kann. Kann ich mir verschiedene Kopfbedeckungen aufsetzen. Aber das scheint, die scheint man freischalten zu müssen. Ja. Brillen aufsetzen kann ich mir auch. Ein Schnauzbart machen. Okay. Sehr gewagt. Ah, das wäre so der erste, den ich mir holen würde. Bart 13. Alles klar. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Und zwar geht das hier mit der Karte Woodman's Lee. Ah, okay. Die Ladezeiten werden hier wohl mit einer Kutschfahrt überbrückt. Das ist eigentlich ganz gut gemacht. Und man kann währenddessen noch sein Notizbuch durchblättern. Dann sieht man nochmal unsere Aufgaben, die wir jetzt erledigen müssen.
Naja, das ist schon, schon praktisch auf jeden Fall. Okay. Fortfahren. Genug gelesen. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. T. Genau, damit kann man ja die Spezialfähigkeit Steine am Boden. Fußabdrücke sind noch da zu sehen. Sehr gut. Habe ich schon mal eine erste Spur. Zwar Fußabdrücke gefunden. Da kann ich jetzt den Garten untersuchen, aber ich gehe erstmal zu dem Officer hier. Mr. Holmes? Ach. Mehr hat er mir nicht zu sagen. Ja, der sieht echt sehr gepflegt aus. It seems that the garden was well maintained. Okay. Und das speichert sich anscheinend. Snow Officer. Mr. Holmes? Ich mag ja diesen britischen Akzent sehr. Das ist wie eine kleine Ladezeit. When will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Jetzt habe ich hier drei verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Irgendetwas Ungewöhnliches. Das heißt wohl, sie zu untersuchen. Wann wurde die Leiche gefunden, ist wahrscheinlich eine Frage an Sie. Und gibt es einen Gärtner? Das hier weiß nicht, was das sein soll. Ich untersuche sie einfach Madam, mal kurz. Can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Ach nein. Das war die Frau zu untersuchen. Und zwar. Ein Kreuz. Da haben wir eben ja die Brosche gesehen. Ein Buch und Handschuhe. Was sonst noch so? Nistkasten. Okay, jetzt haben wir schon mal quasi so ein Profil angelegt von ihr, so ein bisschen. Abend des Mordes, wann wurde die Leiche gefunden? Gibt es einen Gärtner? Es wird alles einfacher werden. Der Abend des Mordes. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually, whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Okay, war wohl ein Säufer. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open. Um 7 Uhr morgens. But I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and, oh dear. Ein Gärtner. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true. There is a lot of work, but my husband took care of it okay, himself. Okay, also ist der Mann der Gärtner. Hat er vielleicht Besuch gehabt? Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite traurig. An isolated life here after his retirement. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it would be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy. But he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that?
Kuh. Nee, falsche Antwort. Wählen Sie die richtige Antwort aus. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Profil des Opfers, gepflegter Garten. Also irgendwie habe ich das im Moment nicht so drauf, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht genau, woher ich das wissen soll, dass der nach seiner Rückkehr anders war. Ich könnte mir jetzt nur vorstellen, eine richtig logische Antwort wäre der gepflegte Garten, weil er sehr viel Zeit da rein investiert hat. Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Oh, dann wird es wohl der Pilgerpfad gewesen sein. You have indeed. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my. Das war schon mal eine sehr starke Leistung von mir aus vier Antworten, alle drei falschen rauszusuchen. Santiago de Compostela when you were young. Aha. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Okay, jetzt haben wir schon mal das Profil von ihr. Und ein paar Beweise. Sehr gut. Schauen wir uns doch hier noch weiter um. Sehr schöner Garten, wirklich schön. Kann ich hier reingehen? Nein. Gehe ich mal hier runter. Der Garten ist ja schon untersucht. Ach komm, einmal will ich es noch hören. Mr. Holmes? Mr. Holmes? Okay, ja. Was könnte ich denn noch hier? Ja, die Fußabdrücke habe ich ja schon. Das Profil von ihr mit der Kette, mit dem Pilgerweg hatte ich ja auch schon. Würde ich sagen, sprechen wir mal mit dem Inspektor. Peter Carey's body is inside the cabin. Okay. Darf nichts anfassen, aber ich gehe mal rein, guck mir die Leiche mal an. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Entschuldigung. Oh ja, in der Tat, da sind Kratzer drauf. These scratches are fresh. Hängt vielleicht mit den Fußabdrücken zusammen, dass da jemand die Leiche wegschaffen wollte. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Now a mysterious visitor came here last night. Ja. Well. He's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Trotzdem will ich jetzt endlich mal reingehen. What a terrible way to die. Das ist ja wirklich furchtbar.
was weggenommen. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Mhm. Also hat jemand eine Truhe geholt. Hmm. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Untersuchen wir mal die Truhe hier. Old navigation instruments, ja, nothing interesting. Seemann war er halt. Die Stiefel nehmen Peter wir mal Carey's mit. Boots. They look to be a size 8. Someone drank from this glass. Zwei verschiedene Gläser. The initials PC. PC. Oh, das sind meine Initialien. Kann ich jetzt hiermit auch drehen? Okay. Hat er sich wahrscheinlich angeguckt, während er getrunken hat. Lampe halt. Oh, und rum. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Das Zeitliche gesegnet hat. Gut. Das da oben würde ich mir gerne mal angucken auf dem Regal, aber das scheint nicht interessant. Blutlache untersuchen. Ein Notizbuch und ein Matrosenmesser. Gucken wir uns erstmal das Messer an. This blood is from the pool underneath the dead body. Ja, das hätte ich jetzt auch noch gewusst. Extrem viel Blut. Gucken wir uns mal das Notizbuch an. Wieder Initialien drauf. Sieht aus wie J oder IHN. Okay. JHN. JHN. The initials of the owner of this notebook. Richtig. Vermutlich. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Das könnte wirklich gut sein. Harpune. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Okay, jetzt müssten wir auch das Profil vom von ihm haben. Sea Unicorn. Das wollte ich mir doch angucken. Na, wieso komme ich immer wieder zur Leiche zurück? The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Und hier fehlt die Harpune. Probably taken from this rack. Ja. Hmm. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Ja, das habe ich eben schon gemerkt. Auf dem Tisch noch was? Weil normalerweise, wenn man was überprüft hat, wird das grün. Die Karte kann ich noch untersuchen. Deutschland. Dundee. Dundee. Hammerfest. It's a whaling map. Mhm. Auf dem Tisch muss noch irgendwas sein. Das hatte ich ja schon. The initials P. Ah, ich kann es noch aufmachen. Hmm, this aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Ah, das ist so eine Art 3D-Puzzle. Sehr geil, das ist richtig gut gemacht. Scheint ein Schiff zu sein. Eine Pfeife? Also für mich ergibt das ja schon ein Schiff.
Nein, so müsste er schon richtig rum sein. Müsste der hintere Teil sein. Das ist der vordere. Okay, so. Und so. So. Das ergibt's doch. Sehr coole Sache auf jeden Fall, diese 3D-Puzzle. So, dann hätten wir den Tisch untersucht. Soweit alles gehabt, ne? Gegenstand von Interesse. Ja, da war ich eben schon. Ja. So, egal. Aber mit dem brauche ich nicht reden, da kommt anyway was raus. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Scheint nicht so zu sein. Have you finished inspecting the crime scene? Jo, bin fertig. Passt nicht. These boots don't match the footprints. Also war er es nicht, sind nicht seine Fußabdrücke. Vielleicht könnte ich noch mit ihm reden, mit dem Inspektor. Have you finished inspecting the crime scene? Oder vielleicht noch mal mit der Lady. Ich würde gerne auch da rein, aber das scheint alles verschlossen zu sein. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Oh, also könnte es nicht von ihm gewesen sein. Your husband's private papers. Do you know where they are? There is a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Thank you, madam. Vielen, vielen Dank. Schöner, beschaulicher Garten auf jeden Fall. Das ist aber... Die Schuhabdrücke haben wir ja schon. Dann war es es eigentlich schon. Ja, machen wir das doch mal auf. Genau. These abbreviations mean something. But what? Könnten Rechnungsadressen sein oder sowas. This wooden handle is Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Ja, vielleicht wollte er sich damit verteidigen. Abgeschlossen. Perfekt. Ja, ich untersuche den Mord noch. Wenn die zwei Hinweise finden, die miteinander in Verbindung stehen, entsteht... Einbruchsversuch.
Da habe ich wohl das Richtige verknüpft. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Versteck zum Auflauern finden. Das ist quasi so der Entdeckermodus. Hier drin wäre doch ganz gut. Who could do such a thing? My poor husband. Oh, mein armer Mann. Ja, da drin wäre auch nicht schlecht. Man kann sich ja hier eigentlich überall verstecken. Am liebsten würde ich auf so einen Baum klettern. Okay, dahinter kann ich jetzt nicht. Das ist irgendwie ein bisschen schlecht gemacht. Werde ich mal mit dem Inspektor, wo man sich hier verstecken könnte. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky. And why is that? Because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why return tonight, when they will be better prepared? Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Ah, jetzt auch ohne die ganzen Indizien da zu finden und die Inspektion zu machen, hätte ich gewusst, dass wir vielleicht hier warten müssten. Aber gut. So. Ja, wollen wir jetzt hier warten, oder was? Mr. Holmes? Oh, Mr. Holmes. We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. Dann frage ich mal die alte Lady. Who could do such a thing? Ja. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob ich hier übernachten darf. Ja, da in der Hütte drin würde ich gerne übernachten. Mr. Holmes? Gute Frage, wie ich das jetzt einrichte. Mit wem soll ich denn jetzt hier reden? We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. Oder direkt hier hinter denen. This looks like the perfect hiding place. Die ist echt perfekt, die Stelle. Okay, dann würde ich sagen, war es das mit der ersten Folge. Die ging jetzt ein bisschen länger auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seht beim nächsten Mal, ob ich den Fall löse und ob der Einbrecher noch ein zweites Mal zuschlägt und ob er wirklich der Mörder ist. Wir werden es sehen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ciao.